Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal mitnehmen und den Kleinen vorstellen. Den habe ich nur ein bisschen aufgearbeitet gehabt, weil ich immer wieder mal schauen möchte, wie andere Muttis arbeiten, zwecks Färben und vor allen Dingen auch, was mit den Silikonbabys passieren kann. Ne? Und ob man das reparieren kann und so, man muss ja lernen irgendwann, ne? Und das mache ich aber ganz, ganz selten, sage ich gleich, weil ich ja im Moment ein bisschen zurücktreten möchte mit allem, weil ich einfach kaum noch Zeit für die Familie habe. Und das soll es ja auch nicht sein, ne? Und er war schon mal gerodet. Da sind noch ein paar Härchen dran, das macht nichts. So, und ich habe ihn aufbereitet, wie gesagt. Ich habt ihr ja schon mitbekommen, dass ich ihn gepaintet habe. Und ein kleines bisschen Routing habe ich drauf gemacht. Es ist nicht fixiert oder irgendwas. Es ist nur mit ein bisschen Wasser richtig schön gebürstet. Da habe ich auch ganz spezielles Haar genommen und ein bisschen mehr eingerotet, Mami, damit die nicht so schnell rausrutschen. Und du kannst dir echt auch Zeit nehmen mit Mützchen aufsetzen und so. Also ich denke mal, das wird eigentlich ganz gut gehen, wenn du immer wieder mit Wasser das fixierst. Also ich habe eigentlich nur eine Bürste genommen, habe Wasser genommen und mit der Bürste habe ich das dann so gebürstet, so wie ich das drauf gepaintet habe. Ne? Seht ihr schon, ne? So hatte ich das gepaintet und so habe ich das auch fixiert, so mit Wasser und Zahnbürste. So, jetzt ziehen wir mal aus, weil ich ziehe gern meine Babys an, wenn ich so rute. Sonst liegen dann die ganzen Haare überall drauf und das möchte man ja auch nicht. So, und dann zeige ich euch wieder ein bisschen die Pflege mit, dass die Mami auch immer gleich weiß, ja, wie pflegt man denn das Babylein? So. Also ich weiß auch nicht, warum manche Dinge bei den Babys passieren. Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber ja gut. Also Mami, schau, dein Babylein. Babylein ist wieder schick. Ich habe es jetzt zweimal mattiert. Also beziehungsweise zweimal zweimal versiegelt. Der ist wunderschön, gell? Also es war bestimmt ein mega teures Baby. Und so, Body hat er keinen mitgehabt, da habe ich nichts gesehen. Da kriegst du von mir einen. So. Und dann machen wir als erstes mal zwei Windelchen ran. So, von der Pflege her, also wenn ihr die badet, dann nur einen kleinen Tropfen Spülmittel rein. Dann könnt ihr sie säubern und beziehungsweise Freude dran haben, das Baby zu baden. Und danach bisschen Puder und am besten ist natürlich das Talkum. Es gibt natürlich auch ohne Talkum, da weiß ich aber auch nicht so genau. Ich weiß nur, dass es nicht schädlich ist, weil das Talkum, wenn man es einatmet, ist schädlich. Ne, das müsst ihr wissen. Aber Talkum ist nun mal eigentlich ein Pflegemittel vom Silikon. Es ist halt einfach so. Ne? Und man sollte es halt nicht einatmen. Ich habe jetzt ganz gewöhnliches Puder genommen. Wenn es geht, parfümfrei. Ja, und die halt Angst haben und wegen dem Einatmen oder so, die müssen halt dann das Talkumfreie nehmen. So, kleiner Schatz. Also nur ganz wenig. Also nicht, dass ihr denkt, ihr müsst die was weiß ich wie einpudern. Einfach so ein bisschen drops. Du Frechbild! Der wollte mir jetzt die Schale runterschmeißen hier. Du Frechbild! So, und so pflegt man sein Baby. Und das könnt ihr jedes Mal machen, wenn ihr euer Baby nackt habt. Und immer schön so ein bisschen pudern. Und auch da bei dem Painting, ne? Ist klar. Und auch hier vorne bei dem geruteten. Irgendwann fängt das natürlich auch das Kleben an. Einfach ein bisschen drüber mit dem Puder. So. Und es hält doch, ne? Super. Es hält. Die Frisur sitzt.
Kann kommen, was will, ne? Wind, Wetter. Ich komme aus dem Flugzeug mit ihm. Und die Frisur sitzt. Die Frisur hält. Ach, du Süßer, hä? So eine Quatschmama, hä? So eine Quatschmama. Ja. Deine Mami, die wartet schon sehnsüchtig auf dich. Ja, die wird sich freuen, wenn sie das Video sieht. Und ich hoffe, du Scheiße machst ihr keine Probleme mehr. Ne? Jojo. Das wärst du. Das wärst du. Dann musst du die aber ausschimpfen. Ha? Ja. Nur du machen. Du. Musst du auf die stille Treppe. Ah ja, wenn man so klein ist, braucht man noch keine Schimpfe kriegen, gell? Nee, gell, da ist man doch noch ganz unschuldig, noch genau. Ganz unschuldig ist man da noch, gell? Braucht man keine Schimpfe, nee. Hm. Da ist man noch ganz unschuldig. Ja. Schaut schon so unschuldig, ne? Und das sind meistens die Frechsten hier. Das sind meistens die Frechsten, die so unschuldig schauen. Ja. Unschuldig schauen, ja. So, ich habe jetzt zwei Mündelchen angemacht. Ja, das schaut ja aus. Ach, Mami, ich kann gar kein Messerchen drüben, ne? Nee. Ich kann kein Messerchen drüben. Ja. So. Und wie gesagt, beim Anziehen einfach schön wie bei einem richtigen Baby. Und dann kann nichts passieren. So, gell? Ja. Wie bei einem richtigen Baby. Ach, und Mamis, falls mal irgendwo was absteht. Ich meine, ich darf das machen, aber ihr bitte nicht. Dann nehmt doch bitte so einen Nagelzwicker und zwickt das. Müsst ihr natürlich mal ein bisschen Lupen nehmen und zwickt das sauber ab. Bitte nicht ziehen, weil das kann verheerend werden. Also wenn, dann nur entweder so abschneiden oder wenn es dann hauchdünn ist, nur mit so einem Zwicker abzwicken. Ne? Genau. Weil sonst könnt ihr echt eine böse Überraschung erleben. Und es ist halt dann auch schwierig, das dann wieder zu reparieren. Ne? Genau, Babys werden nicht geruppelt und nicht geschruppelt, sondern alles nur mit Bedacht, mit Liebe und schön vorsichtig. Wie mit einem echten Baby muss man mit den Sillys umgehen. Und wie gesagt, Pflege hab ich euch gesagt, beim Baden. Und bitte nichts mit Weichmachern, also keine Schnuller nehmen, wo Latex dran ist oder so, oder überhaupt so mit Vinyl, weil da sind ja auch Weichmacher drin in dem Vinyl. Die Vinylbabys, wenn die da längeren Kontakt haben, dann kann das irgendwie zu Störungen kommen und dann werden die auch, ja, das löst sich dann auch alles ab, ne, und auf. Also das darf es auch nicht sein, weil es kann mehrere Gründe haben, warum die Babys sich manchmal so schrecklich verhalten. Na, die Bastian, nehmen wir die 50, ich habe die 50 genommen. Hm? Bitte aber auch ein kleiner, ha? Ja, bitte ein kleiner, hätte ich die 48 gebraucht hier, ha? Naja, beim Body ist nicht so schlimm, wenn er ein bisschen größer ist. Ich mag sowieso die Kleidung etwas größer. Gell? Ja. Sieht irgendwie süß aus, wenn sie eine größere Kleidung anhaben. Jo, genau, gell? Ja. Du süßer Fratz, du. Hm? Ich habe gesehen, hier haben wir schon wieder eine kleine Stelle. Die müssen wir ein bisschen einpudern hier. Hm? Ja, es ist halt so mit den Babys. Das Puder ist es A und O. Wenn ihr sie mit in Urlaub nehmt, immer Püderchen mitnehmen. Das ist, als wenn ihr euer Deo mitnehmt oder Creme oder was. Ja, Baby braucht Püderchen. So, dann hat die Mama ganz goldige Sachen. Firma sagen wir nicht. Ich mache ja keine Werbung hier. Das ist ja meine eigene Werbung. Aber
brauche ich gar keine Werbung machen. Nee, nee. Weil das war aber nur eine Ausnahme hier. Nee, das ist ja keins von mir. Da machen wir keine Werbung. Nee, 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 nee. Das Einzige, wo ich Werbung machen kann, ist mit meinem Painting. So, du weißt es. Ja, das sind halt solche Sachen. Und ich sag dir, mach mir ja, dann machen wir keine Überraschungen hier. So. Dann bist du nämlich noch eingepackt. Und dann schauen wir mal, gehst du morgen auf Reisen, hm? Genau. Ach, ist das goldig. Ach, süß. Hat die Mama süß eingekauft. Was haben wir denn da für eine Größe? Stimmt das hier? Ach Gott. Nee. Gar nicht. Naja. Dann tun wir mal das Etikett wieder mit rein. Mhm. Muss die Mama dann abmachen. Hm? Genau. Komm hier. So. Jo. Ach, sieht das süß aus. So, dann hat er noch eine Mütze. So, eine süße Mütze. Die Frisur sitzt noch. Und dann können wir die Mütze schön draufsetzen. So. Also ich denke mal, es wird 48 cm sein. Aber das ist eigentlich so die gängige Größe. Weil wenn die noch größer sind, dann sind die auch nicht so schön zum Händeln, finde ich jetzt. Ich finde die Größe optimal. So. Und dann zeigen wir die Morgen hier mit Mützchen. Komm mal hier, mach mal dein Kinn ein bisschen hoch. Kriegen wir dann den nicht rein. Ach Gott, ist das süß, Mami, schau mal. Hm? Ja. Dadurch, dass sie hier davon ein paar Härchen hat, sieht er auch total echt aus, gell? Ja. Ja. Gell? Jetzt schauen wir mal, wo ich den Duzi noch habe. Irgendwann hatte ich noch einen Duzi im Blauen. Die Mama hat mir noch einen mitgegeben. Ah ja, ich sehe ihn. Ja, das sich versteckt mit dem Herzchen. Eieiei. Ich muss den Mund mal ein bisschen öffnen. Ich habe den beim Färben. Schließt er sich manchmal ein bisschen beim Versiegeln. Tjo. Aber da könnt ihr dann auch Talkum ranmachen, dann geht er auch ein bisschen leichter rein. Also, dann schaut euch den Morgel jetzt mal an, wie schön der ist, ne? Den Namen habe ich schon wieder vergessen, die den gemacht habe, aber ich vermute mal, dass der dreimal so viel kostet wie meine. Cool. Also dann, Mami, ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Anschauen und dir auch, den wunderschönen Morgel anzusehen. Und die Arbeit, die ich geleistet habe, war eigentlich nur im Grunde das Painting und die Haare. Und dann habe ich ihn natürlich zweimal versiegelt und ein bisschen repariert, weil er da Mama Sorgen gemacht hat, ne? Und es wäre für so ein teures Baby viel zu schade. Und eigentlich habe ich mich auch nicht so dran gewagt, aber ich habe es jetzt doch gemacht, ne? Also, lassen wir noch ein paar Minuten hier liegen, schauen wir noch ein bisschen an und ich mache dann für morgen Reise für dich. Okay? Also Mami, hoffe, du hast viel Spaß beim Anschauen und morgen geht's los. Tschüssi, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüssi.